Die Canon EOS 60D. Diese Kamera wird Ihnen den Kopf verdrehen. Ein Versprechen, das neugierig macht. Was kann die EOS 60D wirklich? Diese Frage kann am besten ein Profi beantworten. Zum Beispiel Thomas Rodriguez, Mode- und Werbefotograf aus Köln. Er weiß, was eine Kamera leisten muss und hat die EOS 60D unter die Lupe genommen. Wir haben für die Kami ja eine neue Setkarte fotografiert und haben eigentlich aber auch für uns Mappenfotos gemacht, letztendlich so. Das war so der Grundgedanke, wie das Ganze so entstanden ist. Dadurch konnten wir eigentlich so die zwei Tage lang so ein bisschen rumspielen und haben so ein paar Sachen ausprobiert. Also anfangs war ich ein bisschen skeptisch, ob die das schaffen wird, und war dann sehr, sehr positiv überrascht, dass man mit der Kamera sofort einsteigen kann und auch sehr gute Bilder erwarten darf, weil man die auch zu 100% bekommt. Absolut. Die Serienbildfunktion, die ist sogar mehr als die 5D, mit der ich bisher arbeite. Ich kann die auf einem gewissen Serienmodus stellen, zusätzlich einen Highspeed-Modus, wo ich 5,3 Bilder RAW und JPEG parallel fotografieren kann. Selbst der Autofokus ist da die ganze Zeit mitgegangen. Das Modell, was sich hier teilweise sehr schnell bewegt, da hat der Fokus immer sofort mitgemacht, also sehr schnell. Der Sucher von der 60D ist sehr hell, er ist brillant. Also die zwei Kontrollräder geben mir einfach absolute Sicherheit, wenn ich schnell reagieren muss. Bei der Kamera kannst du wirklich mit einem Daumen die Einstellung ändern und musst dann nicht noch irgendwie die Kamera wieder anders in die Hand nehmen und es zu verstellen. Also es geht super. Der erste Eindruck war dreckig, nass, staubig, da lege ich mich nirgends auf den Boden. Das war so mein erster Eindruck. Und der zweite Eindruck war, brauche ich nicht, weil ich drehe das Display. Von daher war alles super, da interessiert mich der Dreck nicht. Ja, so zwischendurch hast du schon gedacht, so heute Abend funktioniert nichts mehr, weil das alles so nass und dreckig war. Also ist auf jeden Fall wichtig, dass die Kamera geschützt ist. Auch mit der Sensorreinigung, das ist ja letztendlich... Die Kamera reinigt sich selber, wenn du sie einschaltest, wenn du sie ausschaltest, und gut ist. Also die elektronische Wasserwaage ist auf jeden Fall ein nützliches Hilfsmittel, weil es immer wieder Kunden gibt, die im Hintergrund sind und sagen, ich soll das Bild doch bitte auch mal gerade fotografieren. Und das ist bei der Wasserwaage überhaupt kein Problem. Da kann mir keiner mehr sagen, es ist nicht gerade, weil es ist gerade. Die RAW-Bearbeitung, dass ich die direkt in der Kamera vornehmen kann, ist super hilfreich. Und ich kann wirklich direkt am Display, was ja groß genug ist, direkt in das RAW gehen, kann sofort alle Funktionen nochmal überarbeiten. Der Filmmodus ist für mich unverzichtbar geworden und den die Kunden auch inzwischen wünschen, weil die einfach sagen, wir können wirklich aus dem Stegreif einen hochwertigen Full-HD-Film drehen. Es gibt schon mehr und mehr Kunden, die mich auch deswegen buchen. Dann jetzt mal zur anderen Seite schauen.
Das Fazit ist zu 100% positiv, weil die Bilder haben mich absolut umgehauen. Aber auch bei den technischen Fragen, die ich mir selber jetzt gestellt habe, was kann uns die 60D geben an RAW-Informationen, ob die da auch mithält? Und auch da muss ich wirklich sagen, da kann ich mich auf die Kamera absolut verlassen. Also ich habe schon definitiv auch ein Lieblingsbild. Da war ich mir dann zu 100% sicher, dass die Kamera sich überhaupt nicht verstecken muss. Das ist einfach in der Situation, wo die Sonne wirklich mir in die Kamera scheint und überall ist noch was drin. Also es gibt hier nichts, was in den Haaren wegbricht und da ist alles, was ich brauche. Ja, sehr geil. Das finde ich absolut faszinierend, wie schnell man eigentlich mit einer kleinen Kamera sowas machen konnte. Hat Spaß gemacht. Die Kamera war einfach grundsätzlich top und kann mir sehr gut vorstellen, die auch als zweites oder drittes Gehäuse jetzt einzusetzen, um einfach eine zusätzliche Option zu haben, gewisse Aufnahmen mitzumachen, die parallel erarbeitet werden können.